Baby, oh mein Schatz, alles gut. Das wird alles abgeholt, die nächsten Stunden. Und jetzt geht's nach Berlin. Wir müssen jetzt mit dem Zug fahren und morgen kommen dann die ganzen Umzugskartons und mal schauen. Baby. Der Will hat auch Bock. Das sind gute Koffer, ne? Ja. Ach, der ist ja leicht. Ja. Gott. Da ist so viel drin. Verabschiedet euch von diesem Anblick. Das war das letzte Mal. Wir sehen uns in Berlin. Okay. Bye-bye. Ciao, Baby. Nun, ciao, anderes Baby. Ciao, Maike. Hello, Friends. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich befinde mich in Berlin. Ich bin in Berlin. Ich bin in meiner eigenen Wohnung. Ich hocke hier und mir ist arschkalt. Deswegen ist auch gerade die Heizung an, aber die Heizung ist saulaut. Never mind. Auf jeden Fall das Erste, was ich jetzt machen musste. Ich bin hier angekommen und dann habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Manager, dass ich eine Kooperation abdrehen muss. Deswegen habe ich... Oh, das ist der Müllwagen. So, Friends. I'm back. Ich wurde unterbrochen von Müllwagen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich bin in Berlin. ich bin so happy. Ich habe hier noch nichts gemacht heute. Es ist noch alles, steht hier noch alles irgendwie random rum. It's a mess. Ich mache euch vielleicht morgen oder später mal so eine leere Roomtour. Leere. Es stehen hier noch so alte Sachen von meiner Schwester rum. By the way, falls ihr es nicht wisst, ich ziehe in die alte Wohnung von meiner Schwester und sie ist umgezogen. Deswegen hat das überhaupt alles funktioniert. Sonst hätte ich niemals... sonst hätte ich hier wahrscheinlich Ewigkeiten keine gute Wohnung. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich Ewigkeiten keine Wohnung gefunden. Und gerade für den Preis. Also, ja. Ich bin super zufrieden. Ich hätte mir niemals so eine krasse Wohnung überhaupt erträumen können. Ich hätte auch nie besser gerechnet. Das war einfach so random und so viel Zufall. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier und es ist arschkalt. I'm freezing. Und jetzt gehe ich zu meiner Schwester. Let's go. Oh, scheiße, jetzt ist alles dreckig. Ich bin in der Wohnung von meiner Schwester in der neuen. Die ist so geil. Warte mal, ich sage euch, ich mache euch eine Roomtour. Also, das ist der Eingangsbereich. Es sieht alles noch ein bisschen fertig aus, aber... Das ist das Bad. Wartet. Ah, jetzt an. Das Bad auch voll cute. Sehr nice. Dann, Moment. Kommt man hier so rein. Sieht auch richtig geil aus. Und dann läuft man hier sofort ins Schlafzimmer. Sieht auch voll süß aus. Oh. Wartet. Ah. Richtig geil. Ist richtig, richtig schön. Also klar, wenn es hell ist, noch schöner. Junge, bitte, wie unterschiedlich können zwei Menschen sein? Ich finde es einfach zu geil. Und hier hat sie einfach noch so einen Ankleidebereich. Wie heftig ist das denn? Schaut mal bitte. Wie geil. Ey, es gibt mir richtig... Habt ihr... Leute, ihr müsst mir mal schreiben, ob ihr Bratz gesehen habt. Also Bratz, den Film. Und da hat er auch so ein Ankleidezimmer. Und da war so ein normaler... So ein ganz normaler Schrank und dann ging der da so nach innen und dann hatte sie so einen ganzen Raum und es erinnert mich so krass daran, das ist so geil. Okay, nevermind, weiter geht's. So, voll die süßen Blumen. Oh mein Gott, ich lieb's. That's me. Okay, dann haben wir da meine Mama. Dann hieß es noch Mess, aber das ist die Wohnung, also das ist die Küche. Oh, nicht die Wohnung, das ist die Küche. Da ist auch noch viel Mess, aber mir ist es ja genauso. Sieht ja genauso aus. Dann ist da alles. Also das geht also auch richtig heftig. Die ganze Terrasse geht einmal ganz um ihre Wohnung drumherum. Es ist so krass. So, warte. Und dann
hat man hier noch das Wohnzimmer. Also ich glaube, es wird ihr Wohnzimmer. Der XXL-Fernseher, Junge, der ist so riesig. Ja. Und das war die Wohnung. Aber ich muss euch gleich mal zeigen, wie es draußen aussieht. Ich muss nur die Schuhe anziehen. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Auf jeden Fall eine ganz andere Wohnung, als ich die jetzt habe. Aber ich finde beide so unterschiedlich schön. Und ich glaube, die wird auch... Deswegen, sie haben auch so einen ganz unterschiedlichen Vibe. Und ich finde, das spiegelt so richtig in der Wohnung wieder. Ich finde, Celine ist so... so modern. Und ich bin eher so... nicht modern. Spaß sein. Okay, warte, wo kommen wir hier raus? Oh oh. Mein Gott, das ist so geil. Wie heftig. Alter, man kann hier einfach einmal so drumherum gehen. Junge, das ist so heftig. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott. Ja, ich bin's. Leute, jetzt kommt das Sofa an. Also das sind jetzt schon... ein paar Teile sind ja schon da. There you go. Ja, jetzt kommen noch mehr Teile. Aber Leute, wie geil ist auch der Spiegel. So Leute, Couch arrived. Ich glaube, die wird heute nicht mehr aufgebaut. Aber sehr gut. Was machst du, Mama? Wir tragen jetzt mit Celine die Umzugskartons in den Raum. Aber einer muss hier bleiben. Ah, da muss Fabian hier. Okay. Weil es kommt noch Hermes und es kommt noch... So, Leute. Was geht ab? Hey Friends, wir haben einen neuen Tag. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen was in der Küche gemacht, habe noch ein paar Sachen ausgepackt. So Kleidungsstücke habe ich noch gar nicht ausgepackt, auf jeden Fall. By the way, Leute, die Tapete... kommt komplett ab. Das muss ich noch machen. Die hier, die wird noch abgeholt. Das wird noch abgeholt. Das ist gestern angekommen. Das habe ich gestern ausgepackt. Das ist so eine Lampe. Kommt mir aus Glas und ich finde die voll cool. Ihr habt die alle im Sale bei Zara Home gekauft. Also alle drei Sachen. Falls ihr euch das fragt. Also generell Zara Home und H&M Home haben so schöne Sachen. Vor allem, wenn ihr da im Sale guckt, könnt ihr da richtig geile Sachen kaufen, die noch gar nicht so teuer sind. Ja, mache ich sehr gern. Dann, ja, ist hier viel Mess, weil ja, ich muss das noch alles entsorgen gehen. Ich habe hier schon mal ein bisschen wenigstens alles aussortiert. Also das ist alles jetzt Plastik und das, der Rest ist halt eigentlich nur Papier. Ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Ich muss da halt mal gucken, wo ich es entsorgen gehen kann. Sonst habe ich schon mal ein bisschen die Küche eingeräumt. Ich habe hier meine Küchengeräte ausgepackt, habe hier schon Sachen stehen, finde es voll cute. Übrigens, das ist das Buch von Henry, der hat mir das zugeschickt und ich finde es so schön. Oh mein Gott, es ist halt alles voller Häkelanleitungen und so richtig schön gemacht. Ich meine, guck mal Leute, oh mein Gott. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter. Hier zeigt er zum Beispiel, wie man den Sweater macht. Also es ist so schön geworden, aber wunderschön. Ich finde es auch... passt da sehr gut hin. Ja, hier habe ich schon eingeräumt. Jetzt hat meine Mom mir gehäkelt. Voll süß sind so Tischsets. Dann kamen gestern noch die Stühle an. Übrigens, die Lampe ist noch von meiner Schwester. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich finde die sauschön. Die Stühle werden noch abgeholt. Ja, und dann kamen gestern die Stühle hier an. Die sind auch von Zara Home. Und die sind halt sau praktisch. Also das Ding ist halt, eigentlich habe ich andere Stühle bestellt für das Wohnzimmer, aber... die kommen irgendwie erst in ein paar Monaten an. Und das Ding ist halt, dass in ein paar Tagen der Tisch ankommt. Das ist so ein runder. Und ich halt dann keine Stühle dafür gehabt hätte. Und die hier sind halt richtig praktisch, weil man kann die hier... warte mal. Ich meine, man kann die hier so einklappen. Ja. Dann kann die halt komplett einklappen. Und dann könnte ich die halt einfach provisorisch... entweder ich stelle die halt auf den Balkon... oder ich kann die provisorisch irgendwie da hinten hinstellen irgendwo. Wenn halt mal mehr Leute da wären,
hatte ich halt immer noch so zwei extra Tische, genau. Extra Stühle und das ist halt auch ganz cool. Und die sind halt auch mega schön. Und yes, I like. Und ja, weiter bin ich noch nicht gekommen. Hier, die muss halt wirklich komplett ab. Ich muss die halt noch abreißen. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, die möchte ich abhaben. Das ist nicht so mein Vibe. Die will ich einfach komplett gerne nochmal weiß überstreichen und dann ist auch gut. Und hier, das werde ich auch noch abmachen. Das muss auch noch irgendwie ab. Naja, das hier ist ja mein Schlafzimmer. Das ist auch, ja, noch sehr trist. Da kommen jetzt erst die nächsten Tage so die Sachen. Ich habe hier auch das falsche Bettlaken irgendwie, keine Ahnung. Also das ist irgendwie 2x2 Meter. Das ist das alte Bett von meiner Schwester. Ich durfte das behalten. Ich habe sowieso alles behalten, was ich irgendwie behalten konnte. Weil ich es ganz, natürlich ganz praktisch finde. Ich habe sowieso so viel Glück. Dann würde ich auch voll gerne noch die Vorhänge austauschen. Die sind mir ein bisschen, ja, die sind ein bisschen, die gefallen mir nicht so. Aber ich glaube, es ist gar nicht so leicht, weil die halt sehr, weil das so hohe Decken sind. Ich finde die übrigens auch schön. Da habe ich auch keine Lampe. Oder auch, warte. Leute, ich bin lost. Wartet mal. Oh, doch. Krass. Ja, gut. Lampe finde ich jetzt auch nicht so schön, aber ganz ehrlich, ist mir eigentlich auch egal. Ich denke mir halt so, keiner guckt nach oben. Dies, das hier war auch schon drin. Ich glaube, ich wollte einfach nur die hier austauschen. Alle. Und einfach andere dran machen. Noch eine riesen Baustelle. Ich muss das hier alles einräumen. Auch das durfte ich einfach von meiner Schwester übernehmen. Das wollte sie nicht mehr haben. Weil einfach, ich glaube, sie auch gar keinen Platz dafür hat in der neuen Wohnung. Ja, gut. Habe ich natürlich obviously auch nicht nein zu gesagt. By the way, ich habe jetzt die Sachen auch nicht komplett geschenkt bekommen. Also ich habe meiner Schwester auch was dafür gegeben. aber trotzdem bin ich einfach mega happy. Einfach weil ich habe so viel weniger Stress. Also klar, es ist immer cool, wenn man sich so alles selber aussuchen kann. Aber es ist auch richtig Luxus, wenn halt einfach schon so viel drinsteht. Mit dem man sich halt voll gut vereinbaren kann und das halt einfach auch super aussieht. Also ich wollte sowieso so ein Packsystem haben. Also kann ich mich null beschweren. Bin ich einfach happy, dass es drin ist. Ich habe halt, wie gesagt, noch ein paar Sachen, die fehlen. Das habe ich noch von meinem Zimmer. Ich liebe die Kommode. Ich glaube, die ist von Maison de Mont. Die Wohnung ist halt insgesamt nicht so lichtdurchflutet, dass man sagt so, pff. Aber ich finde einfach generell, dass man da ein bisschen gegenwirken muss. Also klar, ich finde es immer schön, so ein paar dunklere Pieces zu haben, weil ich auch so braun sehr gerne mag, so meine Einrichtung. Aber ist das ein Tier auf dem Boden oder ist das ein Fussel? Also Fussel, okay. Aber ich finde halt so Riesenteile, wie jetzt so ein ganzes Sofa in wirklich, wirklich krass dunkel, macht den Raum halt auch nochmal dunkler. Feiere ich deswegen nicht so. Genauso mit der Tapete. Ich finde einfach, dass die dem Raum so ein bisschen Unruhe gibt. Und so ein bisschen, das ist nicht meins. Ist es nicht meins. Okay, nee, mag ich nicht. So, kommt raus. Jetzt erstmal gleich die ganzen Kartons auspacken, damit ich auch was zum Anziehen habe. meine Mom kommt halt gleich und hilft mir auch dabei. Die bleibt bis Montag. Wir haben jetzt Samstag. Genau. Das ist sehr cool. Und ich habe mir gerade eben, also gestern Abend habe ich mir, weil ich weiß nicht warum, aber plötzlich aus dem Nichts ging mein Ladekabel nicht mehr. Ich war so cool. Und dann habe ich mir, da gibt es so eine App, die heißt Arrive. Die hat mir meine Schwester gezeigt. Und dann kann man da auch so Technik und so bestellen. Jetzt habe ich mir einfach ein Ladekabel bestellt. Und das kam heute Morgen an. Das ist so crazy, was heutzutage alles geht. Sonst finde ich die App ein bisschen gefährlich. Also kann ich nicht empfehlen, weil ich glaube, man konnte noch nie so schnell so viel Geld und so viel Geld ausgeben und so schnell die Sachen bekommen und alles ist so schnell. Also ich finde es ein bisschen, also klar ist das cool, aber ich finde es auch saugefährlich. Ja, aber jetzt dafür war es sehr cool, weil sonst hätte ich jetzt keinen Akku mehr gehabt. Achso, ja gut. Ich gehe jetzt schnell nochmal auf Klo, falls ihr es wissen wollt. Und dann geht's los ins Ankleidezimmer. Ich fange schon mal langsam an, die Sachen auszupacken. Wie gesagt, ich kriege Unterstützung von meiner Mom. Gott sei Dank. Ich liebe meine Mama, wirklich. Also die hilft uns beiden. Also die hat einfach jetzt zwei Kinder, die umziehen. Ist auch nicht lustig, glaube ich. Oh, ich weiß, dass Franzi das Video guckt. I love you. Sie hat mir
Buch Franzi auch geschenkt zum Einzug. Sie hat mir so ganz viele kleine Sachen geschenkt für die Wohnung schon und so, so süß. Also ich habe ja so einen Adventskalender von ihr bekommen und da war das halt auch drin. Und das ist einmal Chai und das ist einmal Vanillesirup, weil das ein Insider von uns ist, weil wir das immer trinken gehen. Und das sind so Schränke voller Putzzeug. Dann werde ich da auch noch die Dinger hier austauschen einfach und lasse den Schrank drin. Also weißt du, das sind so Sachen, die juckt ja eh keiner. So, und das ist das Bad, by the way. Wir haben früher in der Wohnung gewohnt und da hatten wir auch kein schönes Bad. Und jetzt halt bei uns zu Hause, also mein alten Zuhause, da finde ich jetzt unser Bad jetzt auch nie so wow. Also das ist wirklich, ich finde es ganz toll. Also wir haben eine Badewanne. Ich hatte wirklich so lange jetzt keine Badewanne mehr. Das ist so crazy. Das ist toll. Dann, weil ich liebe das auch zum Haarewaschen. Ich weiß nicht, dann ich mag hier die Steine und dann hier, ich liebe die Steine, okay? Ich mag das einfach so gerne und ich habe einfach auch noch eine Dusche. Also ich habe eine Dusche und eine Badewanne, Leute, goals. Dann, das war's. Nee, und dann das hier ist auch noch ein, so geil, pass auf. Der Spiegel ist so nice und der Spiegel muss geputzt werden, aber ich werde so safe hier so eine Routine abdrehen, so Vogue Edition. Ich fühle mich hier wirklich wie so ein Star, die so jetzt sagt, so, die ihre Make-up-Routine beschreibt. Ich finde es so toll. Da muss auch mal ein bisschen putzen. Ich weiß nicht, wer das ist, Junge, was hat die hier angerotzt? Ja. So Leute, jetzt noch so ein kleiner Real Talk. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand so die Frage stellt oder ob ich mir das so denke. Aber ich glaube, würde mein sechsjähriges Ich mich jetzt hier gerade so sehen, dann glaube ich, dann würde sie sagen so, boah, Alter, ich hoffe, du weißt, wie krass privilegiert du bist und wie gut es dir geht und wie viel Glück du hast und wie krass es ist, dass ich jetzt hier stehe. Also, ach, keine Ahnung. Also, das Ding ist halt wirklich, dass ich mir das niemals hätte erträumen lassen. Also ich hätte mir das niemals erträumen können, dass ich hier irgendwann in meiner eigenen Wohnung stehe, mir wirklich in einer wirklich wunderschönen Wohnung stehe, in einer großen Wohnung stehe, die wirklich riesig ist. Ich finde, die Wohnung für eine Person allein ist riesig. Riesig. Ich hätte mir niemals so eine große Wohnung ausgesucht oder gewählt. Wäre das jetzt nicht einfach so gekommen, wie es gekommen ist, dass ich dass meine Schwester rausgegangen ist und ich sowieso Ewigkeiten schon nach einer Wohnung gesucht habe und der Wohnungsmarkt einfach scheiße ist. Ich weiß auch nicht, ob ich mich hier wohlfühlen werde in so einer riesen Wohnung. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte dem Ganzen aber auf jeden Fall eine Chance geben, einfach weil die Wohnung wunderschön ist. Aber ja, hätte ich mir das halt auch sonst nie erträumen können, so, weil wir sind, also es ist immer so, aber unsere Familie, wir sind nicht mit so viel groß geworden. Also für mich war es nicht mit, als ich jung war, so klar, so ja, ich ziehe irgendwann eine fette Wohnung und kann mir einfach Sachen kaufen für meine Wohnung und kann das einfach mir leisten, so. Meine Mama ist ja auch alleinerziehend und wir hatten es, oder gerade meine Mama, nicht wir, also uns ging es immer gut, aber meine Mama hat es halt nie einfach und ich glaube auch für meine Mama ist es richtig heftig zu sehen oder die freut sich, glaube ich, mit am meisten, dass wir beide jetzt in zwei Wohnungen sind, die wirklich wunderschön sind und ja, das ist schon krass. Ich versuche auch irgendwie so die ganzen Tage voll meine Tränen zurückzuhalten, weil ich bin sonst immer eine, die sehr, sehr schnell weint, aber ich versuche das momentan alles ein bisschen umzuwandeln und nicht so rauszulassen, auch wegen meiner Mom, weil ich weiß, dass es für sie super schwer ist momentan. Mich gehen zu lassen und ja, aber ja, ich wollte es einfach auch nochmal ansprechen, weil ich weiß, dass es nicht der Norm entspricht und dass ich weiß, wie gut es mir geht und dass ich unfassbar dankbar bin und ja, weil ich finde das, ich finde nicht, dass das als Norm gesehen werden sollte, weil das ist nicht die Norm. Das ist für mich auch nicht die Norm. Ich denke mir auch die ganze Zeit so krass, dass ich das kann
dann krass, das ist krass für mich. Und das ist nicht für mich so, ja, easy peasy, das ist ja klar, dass es so kam oder so. Das ist für mich nicht klar, dass es so kam. Und ich möchte auch nicht, dass man denkt, dass es für mich so selbstverständlich ist, dass ich hier jetzt stehe in meiner eigenen Wohnung, dass ich überhaupt eine eigene Wohnung habe. Das ist nicht selbstverständlich so. Und ich wollte es einfach nochmal ansprechen, weil mir das wichtig war. Oh Mann, das ist wirklich nicht leicht. Oh, das ist wirklich überhaupt nicht leicht. Für mich auch. Also, oh, ich kann gerade gar nicht reden. Egal. Ich drehe mich. Nee, also wir sind halt irgendwie. Also wir waren halt immer schon zu dritt. Also meine Mama, meine Schwester und ich. Und meine Oma auch. Aber wir sind halt vor allem zu dritt so ein richtiges Dreiergespann. Und ich glaube, es ist halt für uns alle manchmal nicht einfach. Ich glaube, für meine Schwester war es auch nicht einfach, so lange jetzt hier alleine zu sein und uns beide zu vermissen. Ich glaube, jetzt ist es für meine Schwester jetzt wieder schön, dass ich jetzt hier bin. Und ja, meine Mama ist halt nicht hier. Also, es ist halt einfach nicht einfach. Und der Umzug ist halt schon was ich unbedingt wollte, auch weil Koblenz mir jetzt nicht mehr so viel bieten konnte, weil ich keine Freunde in Koblenz so richtig hatte. Ich habe halt Eva und Dunja, aber das ist halt auch nicht immer einfach, weil Eva jetzt nach Heidelberg gezogen ist und ich habe halt einfach, bis auf meine Familie, die natürlich auch sehr, sehr viel ist, aber habe ich so keine sozialen Kontakte gehabt und das war halt auch nicht immer einfach und ich habe halt gemerkt, dass es Zeit geworden ist, halt jetzt einfach so den nächsten Schritt zu gehen und desto sehr ich mich auch freue, natürlich hier zu sein, ist halt so sauhart, also ist halt echt nicht leicht, so man, also ich glaube, es ist auch nicht leicht, wenn man kein gutes Verhältnis hat zu seinen Eltern oder zu seiner Mama, aber es ist halt auch scheiße, wenn man so ein gutes Verhältnis hat zu seiner Mama und auch zu Michael und auch zu den Hunden und ich werde die halt schon vermissen. Ja, irgendwann wäre es ja so oder so gekommen, aber macht es jetzt trotzdem nicht einfach. Ich habe immer so das Gefühl, wenn Leute ausziehen oder so, dass es so leicht dargestellt wird und ja, ich bin jetzt ausgezogen und das ist alles super toll und es ist ja auch super toll, es versteht mich nicht falsch so, aber es ist halt auch nicht leicht, also ja. Also klar, man kann ihn noch besuchen, aber ich glaube, wenn ich jetzt nach Hause komme, also nach Koblenz komme, dann ist das Zuhause auch nicht mehr mein Zuhause, weil mein Zimmer ja auch nicht mehr da ist, so. Also klar, Gästezimmer, aber das ist ja was anderes und ich glaube einfach, dass ich jetzt voll lernen muss, so dass mein Zuhause halt nicht so ein bestimmter Ort irgendwie so ist. Ja, egal. Ich will jetzt auch nicht noch mehr heulen, weil meine Mama kommt auch gleich, darf ich nicht verheult sein. Aber ja, das waren ein paar Worte. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt verstanden, weil der Kühlschrank übel laut ist. Ja, genau. Jetzt geht's an meinen Kleiderschrank und ich fühle mich wie meine Oma. Meine Oma hat mein Taschentuch und raus ich damit die Nase. Love it. Ich habe übrigens über mir in der Familie wohnen mit Kindern. Und irgendwie, klar ist das nervig, dass sie da rumrennen und rumtrampeln. Aber irgendwie gibt es ja auch das Gefühl, nicht allein zu sein und das mag ich gern. Meine Mama kommt! Hey! Na? Ah. Und Brot! Komm herein in meine Wohnung. Was? Ich habe mir einfach was Grünes gekauft, weil ich das schön fand. Ich habe bei Kuchen gesehen, fand das auch schön und was zu sehen. Mensch. Aber die Waschmaschine war da nicht da. Aber meistens da. Ich glaube, es ist. Die Kartons bringen die wieder, also wenn dein Tisch aufgebaut wird, das kommt ja aufgebaut, wird er aufgebaut? Nee. Ja. Gefällt es dir? Oh, die yes. Das ist total meine Süß. Ah, das ist wirklich süß, ja.
Sehr schön. Hi. So cute. So Leute, wir haben jetzt gerade den ganzen Müll weggebracht. Das sieht auch schon viel besser aus. Sehr gut. Und ja, jetzt gehen wir was essen, was Kleines trinken und dann geht's weiter ins Ankleidezimmer. Magst du was trinken? Blasen gelaufen, geil. Aber geil. Boah, kann ich helfen? Vielleicht in den Schreibtisch oder in den anderen Schrank rein? Ich weiß nicht. Das ist nicht meine Playlist, ne? Ich will es mir zusammen. Kannst aber schnell dahin, wo. Wer hat das denn versorgt? Wieso? Also. Normalerweise. Das war beige. Das war beige. Oh. Gott sei Dank. Ich war's mal nicht. Auf dem Rucksack hier. Na schön. Kannst dir gleich hier so einen Hockerkaufen, wo du dich immer draufstellst. Das war richtig Platz. Also ich habe gar nicht so viel wie Celine. Nee, nee. Also du hast auch, aber nicht so. Leute, seht ihr mal, ich kann auch shoppen. Geil. Ja, den trage ich bestimmt auch. Nee, aber da musst du mit. Den habe ich ernst. Hey, ich werde dich echt eine Auffrage, glaube ich jetzt. Hey, du verarschst mich. Nein, du mich verarschen tust. Ich höre raus. Mich verarschen tust. Ich höre raus, dass du mich verarschen tust. Hallo Friends, ich hoffe, euch geht's gut. Mir ist scheiße kalt, Junge. Warum ist mir so kalt? Oh. It's the first day being alone in dieser Wohnung. Meine Mom ist heute Morgen mit dem Zug gefahren. Ja, es ist crazy. Ich habe fettige Haare, hatte gar keinen Bock mehr, die gestern Abend zu waschen. Ich mache wahrscheinlich heute so einen Sleek Look. Ich habe mir gerade eben einen Zahnarzttermin ausgemacht. Ich habe mir einen Nageltermin ausgemacht, weil die Nägel gehen gar nicht mehr. Ich hatte die ja in Barcelona machen lassen. Größter Fehler meines Lebens. Wartet mal. Ich muss euch diese Schande zeigen. Also erstmal, die waren alle unregelmäßig. Dann hat die mir meine ganze Nagelhaut verkackt. Wirklich komplett. Die sind jetzt verkrustet, weil die mir die alle aufgeschnitten hat. Der ist einfach abgefallen. Der hier ganz anders gefeilt als die anderen. Seht ihr das? Dann, warte mal, ist ja auch schon... Dann sind mehrere Nägel einfach eingerissen. Einfach eingerissen. Die sind halt noch gar nicht rausgewachsen so richtig. Aber ich merke, wenn ich das nicht jetzt beheben gehe beim Nagelstudio, dann habe ich am Ende ein richtig großes Problem, weil mir die Nägel wahrscheinlich abreißen. Boah, ich sehe richtig schlimm aus. Also irgendwie so richtig fettig. Kacke. Egal. It is how it is, Leute. Was soll ich machen? Mein Lieblingsort momentan ist hier das Sofa. Nicht das Sofa an sich, sondern hier der Place. Und dann habe ich mir hier diese Decke mal gekauft. Ich liebe es, Bücher zu bestellen. Jetzt muss ich sie nur noch lesen. Oh Mann, ey. Ich habe bestellt einmal Spinner von Benedict Wells. Ich habe von Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Also Klassiker irgendwie. Dann The Way I Used to Be. Das soll irgendwie scheiße traurig sein. Little Fires Everywhere. Das soll auch sehr traurig sein. Das Lied des Achilles. Also the Song of Achilles. Achilles. Oh mein Gott, ich lasse es lieber. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ist ja auch bekannt. Dann der Alchemist. Auch, also von, nee, gar nicht, war nicht von Benedict Wells, von Paolo. Und dann, nee, dann habe ich noch welche bei Amazon bestellt, weil die gab es nicht bei Rebuy. Und die wollte ich unbedingt lesen. Dann habe ich noch bestellt If We Were Villains. Das ist auch, glaube ich, voll das bekannte Buch. Soll sehr gut sein. Daring to Take Up Space. Okay, Daring to Take Up Space habe ich noch bestellt. Dann Ein wenig Leben, also A Little Life. Dasselbe Buch bestellt. Aber halt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ja, wir werden richtig intelligent, richtig gut. Ich mag Rebuy.
Scheiße. Scheiße, ich habe eigentlich jetzt gerade gar keine Worte. Yay. Gerade mal schön Pakete angenommen für meine Nachbarn, damit ich mich einschleimen kann. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich nehme alle Pakete an, damit Leute auch meine Pakete annehmen. Ja, das ist jetzt mein Vorhaben. Hello Friends, es ist ein paar Tage später. Ja, ich musste, glaube ich, erstmal ankommen. Es ist ja auch noch ein riesen Chaos. Ich habe jetzt aber gerade den Tisch aufgebaut, deswegen bin ich heute Morgen angekommen. Und es sieht so schön aus. Also das Wohnzimmer sieht dafür richtig schlimm aus, aber die Küche, das Essbereich, sieht richtig süß aus. Ja, ist halt auch alles ein bisschen kahl, ne? Die Stühle sind ja auch nur provisorisch, also die kommen ja dann eigentlich später auf den Balkon da hinten. Und die kommen, also ich habe halt eigentlich hier 4 Stühle stehen, aber ich weiß halt nicht, wann die ankommen. Aber der Tisch ist angekommen, der ist von H&M Home. Ich fand den so schön. Ja, sonst Chaos, überall Chaos eigentlich. Hier fehlt jetzt auch was drauf. Riesenchaos. Ich habe einfach gerade kein Müll abgeholt und ich kann es gerade nicht entsorgen. Deswegen bin ich froh, dass ja, das Wohnzimmer eh noch nicht so mega ist. So, deswegen ist es da ein bisschen ablagern kann, aber schön ist anders. Naja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zu Hannah und Laura, weil die wollten, also die sind im Café arbeiten und ich dachte, ich setze mich mal dazu und schneide ein bisschen dann Videos, weil ich hänge da super hinterher. Einfach weil ich, weiß nicht, ich bin so, ich kriege momentan nichts geschissen. Ich sag's euch ehrlich, ich kriege momentan nichts geschissen. Ich fühle mich unfassbar schlecht, einfach weil ich mich so überhaupt nicht produktiv fühle. Und keine Ahnung, weil wahrscheinlich auch mit der Wohnung das so viel Zeit in Anspruch nimmt, was ich auch nicht erwartet hätte. Oder auch allein dieses Ankommen hier, es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ich habe es so unterschätzt irgendwie. Ja, deswegen, ich hoffe einfach, ich werde mich da die nächsten Wochen bessern. Und ja, tut mir leid. So, Friends, ich habe gesehen, dass ich den Vlog noch nicht beendet habe. Deswegen wollte ich es hier an der Stelle tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Vlog aus Berlin, wo ich in Berlin auch wohne. Ja, es werden jetzt noch mehrere Folgen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Fühlt euch ganz geil gedrückt. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.